Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und seinem neuen Championat. Ich bin gespannt, wie das werden wird, denn ich bin seit langer Zeit wieder mit Sunflower unterwegs, wie ihr hier seht. Und ja, Sunflower ist auch ganz gespannt, glaube ich. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a... And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Ja, das Championat geht jetzt schon gleich los. Die Gruppen werden jetzt schon gleich eingeteilt. Und ich muss sagen, ich finde Sunflower passt wunderbar nach Fort Pinter. Wollte ich nochmal so erwähnen. Mit dem ganzen Set, ja, die Satteldecke passt jetzt nicht ganz so tatsächlich. Aber ihr wisst ja, satteldeckentechnisch bin ich echt nicht so gut ausgestattet. Ich könnte jetzt hier noch die schwarze nehmen. Ah, die ist auch so riesig für Sunflower, ne? Ah, die passt farblich schon ein bisschen dazu. Aber satteldeckentechnisch, wie gesagt, bin ich echt super schlecht ausgestattet. Leider. Ja, da finde ich fast, dass die schon wieder besser passt. Aber ist egal. Denn es geht hier nur um das Championat. Oh mein Gott. Und vor allem das Fort Pinter Championat. Mein allergehasstes Championat auf der ganzen Welt. Denn ich bin super schlecht in diesem Championat und kriege das echt überhaupt nicht hin. Und ihr seht, wie voll das hier ist. Die ganzen Mädels stehen hier schon am Start. Von vorne bis hinten, in einer wunderschönen Reihe übrigens. Alles voll, sie werden hier teilweise dann wieder eingeblendet. Wirklich, wirklich krass. Und es ist soweit, die Gruppen werden verteilt. Ja, ich kann mich jetzt schon mal auf Gruppe 1 einstellen. Also ich erwarte nichts anderes. Von daher ist das denn keine Überraschung für mich. Und es ist, ja, Gruppe 1, natürlich. Wie sollte es anders sein? Mit Lea, Nadja, Sandja, Cynthia, Amelie, Lina... Nee, Leni, Ingrid, Brittany und Kaya ist schon wieder dabei. Kaya verfolgt mich immer, ne? Oh, die Jana. Unsere Jana ist dabei. Hallo, guten Tag. Wie geht's denn so? Ja, sehr schön. Also wirklich, das ist, glaube ich, von allen Championaten für mich das Schlimmste. Ich kann es einfach nicht. Wenn die Heuballen kommen und die blöden Pflanzen, die sich um die Hufe meines Pferdes schlingen. Es ist einfach immer furchtbar. Also stellt euch auf jeden Fall auf eine Menge Fails ein, denke ich zumindest. Und ja, mal schauen, was das heute wird. Es geht gleich los. Heute werde ich nicht quatschen. Ich bin heute still und werde versuchen, mich zu konzentrieren, um durch das Fort Pinter Championat zu kommen. Ja, mal schauen. Drückt mir die Daumen. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year. Oh mein Gott, ich glaube, es ist Platz 7 geworden.
Oh, die waren aber auch schnell, ne? Aber es ist krass, wie viele vor einem einfach ausgeblendet werden, weil ich habe vor mir keine 6 Mädels gesehen oder teilweise keine 7. Ich habe konstant Platz 8 eigentlich gehalten und ich habe keine 7 Mädels vor mir gesehen. Es ist schade, dass so viele ausgeblendet werden. Ja. Aber es ist halt so, wie es ist und ich glaube, ich kann eigentlich ganz zufrieden sein dafür, dass ich das Winterchampionat echt nicht gut kann und dafür, dass am Anfang gleich eine Schlingpflanze da war, in die ich hineingetreten bin. Ja. So, Platz 7. Langsam arbeite ich mich vorwärts, falls ihr das gemerkt habt. Es wird langsam immer ein kleines bisschen besser. Und Platz 1 ist gegangen an die Nadja. Unsere Kaya hat Platz 2 und Lea Platz 3. Herzlichen Glückwunsch natürlich dafür. Sehr, sehr schön. Ja. Also ich gewöhne mich langsam wieder an Championate und es wird ein bisschen besser von Mal zu Mal. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Championat wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.